Die 5 größten Fehler, die ihr mit einer Polaroid-Kamera machen könnt. Mehr dazu nach dem Intro. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck. Und sowas hier, klar, das ist schon geil. Die meisten machen ihre Bilder immer noch hier mit. Und in meinen Augen, der Fehler Nummer 1 ist es, keine Polaroid-Kamera zu haben. Warum ist das so? Klar, digitale Bilder sind schon cool. Das ist schon eine coole Sache. Man hält wirklich drauf und es ist egal, man muss auf nichts achten. Aber die Bilder verlieren in meinen Augen an Wert. Die Bilder verschwinden in einer Cloud, das Handy ist weg, kaputt, der Speicher ist kaputt und die Bilder sind verloren. Und man druckt sich die Dinger teilweise wirklich nicht mehr aus und es ist nichts mehr Besonderes. Klar, bei so einer Kamera sind die Fotos extrem teuer. Zwischen 2 Euro und 2,50 Euro müssen wir dafür rechnen. Dafür überlegt man sich aber genau, was man fotografiert und man hebt sich dieses Gerät hier nur für besondere Momente auf. Wie zum Beispiel mein erster Praktikant, mein Abo-Counter am 26.10.2018. Und die Bilder haben noch richtig Charme. Das sieht wirklich aus wie vor 50 Jahren vom Riesenrad. Klar, die Bilder sind nicht perfekt, aber das ist gerade der Charme bei Polaroid. Und deswegen war das schon mal Punkt Nummer 1. Fehler Nummer 1, keine Polaroid-Kamera zu haben, ist der größte Fehler. Fehler Nummer 2, der größte Fehler, den ihr mit Polaroids-Kameras machen könnt. Übrigens, wer noch keine hat, ich habe euch unter dem Video ein Gewinnspiel verlinkt und natürlich auch meine Kameras. Die habe ich gebraucht gekauft, die gibt es zwar auch neu, aber ich finde gerade die gebrauchten sind mega cool und die sind auch billiger als die neuen. Und auch mein Zubehör habe ich euch unter dem Video verlinkt, aber erstmal kommen wir zu Fehler Nummer 2. Das ist der falsche Umgang mit diesen Dingern hier. Das ist der Film. Im Film selbst ist die Batterie mit drinne. Ich weiß, modernere Kameras, modernere Sofortbildkameras haben auch einen eingebauten Akku. Da kann man die Bilder dann hinten auf dem Monitor angucken. Ist überhaupt nicht mein Ding, denn ich will das typische alte Retro-Feeling haben. Und das ist so richtig geil. Mit der größte Fehler ist definitiv, ihr habt ein Bild gemacht und was ihr niemals, niemals machen solltet, ist hier den Shaker zu machen. Das geht bei den ganz, ganz uralten Filmen, die sind aber schon längst abgelaufen und funktionieren nicht mehr. Es funktioniert mit den neuen Filmen nicht. Ihr macht dadurch das Bild kaputt bzw. verschlechtert die Qualität des Fotos. Habt ihr ein Foto gemacht? Sofort in die Hosentasche. Warum in die Hosentasche? Ihr braucht keine Angst haben. Die verknicken nicht oder gehen nicht kaputt, wenn man es in die Hosentasche reinsteckt. Denn die Hosentasche ist der ideale Ort. Der Film braucht eine gewisse Temperatur zum Entwickeln. Das sind so um die 36 Grad. Also Körpertemperatur. Das Bild ist lichtgeschützt in der Hosentasche, also es soll danach kein Licht mehr drankommen. Und dadurch erhaltet ihr auf jeden Fall das beste Bild. Die Zusammensetzung der aktuellen Filme ist auch etwas anders als die damaligen. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis ihr auf dem Bild etwas erkennen könnt, beziehungsweise bis es entwickelt ist. Und dann habt ihr nach 8 Stunden immer noch wieder eine Verbesserung des Bildes. Deswegen haltet das Bild so lange wie möglich in der Tasche. Nach einer halben Stunde kann man es schon mal angucken, aber nach 8 Stunden habt ihr dann auch die volle Qualität. Ihr seht, das ist jetzt doch viel zu dunkel und deswegen lasse ich das Ganze erstmal in der Hosentasche und gucke es mir später an. Am besten gefallen mir die Bilder mit dem 600er Film. Das ist so die typische gängige Größe. Ich habe auch Polaroid-Kameras mit anderen Formaten, zum Beispiel dem Image-Film. Aber letztendlich ist der 600er Film mega genial. Wir können hier schwarz-weiß wählen mit Rotstich. Wir können auch verschiedene Rahmen dazu kaufen. Aber das ist in meinen Augen immer noch der beste Film, beziehungsweise das beste Format, die beste Größe. Klar, bei den kleineren Kameras, bei den Instax und so weiter, da kostet das Bild 1 Euro, ist aber auch nur noch halb so groß. Das ist Zinkpapier und hat nicht denselben Charme wie eine Polaroid. Im Winter solltest du darauf achten, dass die Kamera nicht unter 18 Grad kommt. Passt immer auf, dass das Ding ein bisschen warm ist, denn der Film braucht eine gewisse Betriebstemperatur. Am besten auch hier 23 Grad, dann funktioniert das Ganze optimal. Denn da drinnen findet ein chemischer Prozess statt. Das Bild wird abgestreift und ist das zu kalt, dann ist das Ganze zu zäh und das Bild wird viel, viel, viel zu dunkel. Bei der Lagerung eurer Filme sieht das hingegen wieder ganz anders aus. Diese Filme kommen am besten in den Kühlschrank und die sollten aber nicht direkt von dem Kühlschrank in die Kamera. Lasst sie eine halbe Stunde liegen, dass sie sich an die Raumtemperatur bzw. in die Hosentasche stecken, an die Körpertemperatur quasi akklimatisieren, sage ich mal. Und dann habt ihr super gute Ergebnisse. Auch würde ich das Ganze nicht in die Tiefkühltruhe packen, denn hier sind die Batterien mit eingebaut in dem Film. Und das heißt, bei jedem neuen Film sind die Batterien immer schon mit drin. Ihr könnt keine Batterien nachkaufen oder sonst irgendwas. Deswegen vor Frost auf jeden Fall schützen, im Kühlschrank lagern. Aber wenn man damit fotografieren möchte, rechtzeitig rausholen. Und achte darauf, es gibt auch ein Ablaufdatum. Man kann auch nach dem Ablaufdatum fotografieren. Allerdings ist die Bildqualität dementsprechend schlecht. Also wenn ihr Filme bestellt für eure Kamera,
immer gucken, dass es vielleicht ein größerer Händler ist, der auch einen größeren Durchfluss hat. Nicht, dass ihr abgelaufene Bilder bekommt. Diese auch maximal 3 Monate bis ein halbes Jahr in der Kamera lagern, denn danach verlieren die auf jeden Fall an Power. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. Scheiße fotografiert. Das ist keine, da ist kein großartiger Sensor drin oder sonst irgendwas. Das Bild wird quasi hier vorne durch die Linse eingefangen und durch eine Spiegelung auf euer Fotopapier geworfen, auf euer Polaroid geworfen. Deswegen achtet darauf, ihr solltet wirklich Licht haben. Indoor-Fotos werden grundsätzlich scheiße und ihr könnt da noch ein bisschen nachjustieren. Ist das Ganze viel zu hell? Ist die Kiste zu hell? Das heißt, haben wir viel Sonnenlicht? Dann stellt das Ganze hier unten nach links. Manche haben noch ein Plus oder Minus. Wir müssen auf jeden Fall Richtung schwarze Seite. Ist es draußen viel zu dunkel, dann können wir die Bilder natürlich heller machen und den Blitz, wenn möglich, immer anlassen. Außerdem solltet ihr die Kamera ruhig halten. Kein Bildstabilisator, alles oldschool. Und niemals gegen die Sonne, immer die Sonne im Rücken und dann werden euch die Bilder entzücken. Fehler Nummer 4 und mit einer der fatalsten Fehler, die man begehen kann. Das hier ist ein Oldtimer, den kann man nicht nachkaufen. Ich habe den Originalkarton, die Originalgarantieheft und Beschreibung. Und es wäre ja schade, wenn diese Kamera einfach so kaputt geht. Und deswegen Fehler Nummer 4, der größte Fehler in meinen Augen. Man sieht das auf Flohmärkten oft, die runtergerockten Kamera. Schützt eure Kamera. Ich habe extra dafür eine Polaroid-Tasche, die kann man heute noch kaufen und bekommen. Dadurch ist eure Kamera geschützt. Ihr könnt noch mal Bilder zusätzlich mitnehmen. 89 Mark hat es mal gekostet. Das Schöne ist, die entwickelten Bilder, die kann man gleich hier hinten reinschmeißen. Das ganze Fach ist noch mal geschützt, sodass man die entwickelten Bilder aus der Hosentasche direkt hier reinschieben kann und dass sie geschützt sind. Oben haben wir noch mal einen Reißverschluss, wo wir noch mal Zubehörsachen mit reinpacken können. Ich habe hier noch mal ein Fach für Ersatzfilme. Ich packe die mal aus dem Karton schon aus und natürlich hier gut gepolstert meine Kamera. Klar, es gibt Versicherungen und sowas, aber sowas kann man nicht versichern. Diese Kamera werde ich nie in meinem ganzen Leben wiederbekommen. Deswegen gehe ich sorgfältig damit um. Und für mich einer der größten Fehler, die man machen kann, seine Kamera nicht ordentlich aufbewahren. Fehler Nummer 5 hört sich vielleicht simpel an, aber du solltest die Kamera mal mithaben. Was bringt dir eine tolle Kamera, wenn sie zu Hause irgendwo im Schrank liegt? Ich habe diese Kamera immer mit im Auto, egal wo ich hinfahre. Und wenn der besondere Moment kommt, dann bin ich auf jeden Fall bereit und kann mit meiner Kamera ein unvergessliches, einmaliges Foto schießen. Und deswegen Fehler Nummer 5, Kamera sollte immer mit an Mann sein. Kleiner Tipp übrigens am Rande, immer die Kamera geschlossen halten, denn sonst geht die Batterie alle und der Film kann nicht mehr funktionieren. Außerdem ganz wichtig, die alten Filme nicht einfach in den Hausmüll schmeißen, denn hier sind Batterien drin und deswegen eben gesondert mit entsorgen. Da, wo die Batterien reinkommen, da sind diese Filme auf jeden Fall genau richtig. Ich hoffe, euch haben meine Tipps geholfen. Ihr hattet Spaß an dem Video. Wenn ja, ihr dürft ein Abo dalassen. Mein ganzes Zeugs, was ich so habe, habe ich euch unter dem Video in der Infobox verlinkt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Euer Paul Kramer. Macht's gut. Ciao.